Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Weiter geht es. Erstmal Soundcheck. Jetzt ist man wieder hier weiter. Die habe ich ja alle gemacht. Gut. 8000 Seelen. Also gerade viel ist das nicht. Ab mit, ab runter. Warum höre ich so kaum was? Ah, dieser verdammte Wackelkontakt. Der ist ein bisschen bescheuert. Hi. Ach, du schon wieder. Hallo, eine Gargoyle-Axt. Verdammt. Hab ich dich. Gargoyle-Axt. Jetzt habe ich zwei. Aber meine Sache ist auf jeden Fall stärker. Ich glaube, hier war doch irgendwas. Nicht hier oben. Da unten. Stimmt ja. Gut, dass das keine Fake-Truhe ist. Dämon Titanite. Yay. Sowas kann ich immer gebrauchen. So, mit sowas kann man Bosswaffen verstärken. Und wieder auf. Kabel, du bist im Weg. Ach nee, ich muss sowieso da unten hin. Stimmt hier. Hier kann man ja nicht den direkten Weg nehmen. Wobei der Weg auch ein bisschen gefährlich ist. Muss ich schon zugeben. Ja. Komm, 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 komm. Das muss doch gehen. Sieht zwar nicht aus so, dass man das kann, aber man kann es. Hier rüberlaufen. Warum man immer das auch kann. Und hier rein. Denn hier geht's rein. Hi. Ein Schlag und tot.
So stark sind die nicht. Wurfmesser. Wer braucht schon Wurfmesser, wenn man einen Bogen hat? So, und jetzt heißt es Akrobatik. Oder besser gesagt, gutes Händchen für Balance halten haben. Hi. Na, fällst du runter? Nein, das tust du nicht. Und runter mit dir. Na. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Und das ist Schlagen. Ja, der Kronleuchter ist jetzt unten. So, hi. Der ist jetzt auch weg. Und den lässt schon wieder Wurfmesser. Nicht fallen. Haha. Runterfallen ist blöd. Runterklettern, ja. Hey und hallo, du da. Ach ja, jetzt gehe ich erstmal darüber. Und erstmal gucke ich danach, wie ich das mit dem Sound hinkriege. Ja, so geht's besser. Ja, hat funktioniert. Denn ich habe das kaum gehört. Hi, bin drüben. Hehehe. Und jetzt kommt noch schon wieder so ein Typ hier rum. Um die Ecke. Hi. Erwischt? Warum brauchen manche mehr Schläge als andere? Göttlicher See, bla. Ja, zum Gut zum Heilen, aber sollte ich mir sparen. Und wieder zurück. Den habe ich ja schon gekillt. Deswegen wird er mich jetzt nicht nerven. Ab durch den Nebel. Bäh, will was sehen. Was ist eigentlich... Was ist das eigentlich für eine Vorrichtung? Mehr drehen, bitte.
Ach ja, Vorsicht. Wo bist du? Hi, hi, hi. Mistkerl! Na, komm her. Du bist immer die sind immer schwierig. Ja, weil sie immer diesen Trick benutzen. Ja, haha. Na komm schon, sei in Reichweite. Au. Und tot. Gargoyle Hellenbade? Okay, was ist da für eine Waffe? Das möchte ich mal gucken. Hat irgendeinen Effekt? Nein. Außerdem ist das eher eine Dex-Waffe. Für die brauche ich 50 Stärke und ich habe 25, die Hälfte. Für die brauche ich 32. Die macht 140. Skaliert wie? C mit Stärke. Da ist ja die noch wesentlich besser. Ab. Bevor ich weitergehe, gehe ich hier unten weiter. Ich klappe ja erstmal die Kathedrale praktisch ab. So. Hier unten sind jede Menge Leute. Ja genau, versteck dich. Wie viel Schaden ich jetzt gemacht habe, habe ich jetzt nicht gesehen. Der da hinten bewacht was. Ach, über 500 Schaden, das macht. Du nimmst mich nicht von hinten. Manchmal machen die aber auch einen ganz schönen Schaden. Da kommt schon der nächste. Ja, block ab. Ja, jetzt habe ich es ziemlich alle gepusht. Der erste ist tot.
Nein. Aha. Irgendwie bin... Stelle ich mich gerade blöd an. So, so ist das besser. Hier muss ich mich auch mit allen auf einmal anlegen. Oh, Zauberei, große Zauberwaffe. Hab ich da jemanden vergessen? Aha. Natürlich sieht er mich. Er hat auch an der Seite Augen. Aber nicht von hinten. Gut. Ins Gemälde gehe ich jetzt noch nicht rein. Nein. Das ist, glaube ich, noch nicht so... Nackt. So. Einmal von hinten wieder. Schwarzeisen. Und Schwarzeisenschild. Das kann ich noch nicht nutzen, was wir 34 Stärke braucht. Oh weia. Ist auch wesentlich. Oh, ist das 10. So. Na, wo ist denn die Rüstung? Die ich suche. Ja, das kann ich tragen. Dann hätte ich die Fettroll. Die will ich jetzt aber nicht haben. Heißt, ich bin so etwas gut ausgerüstet. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt den Helm ändere? Wo ist der Helm? Den kann ich noch tragen. Das sieht jetzt aus. Ein schwarzer Ritter, der den Rock anhat. Schild muss ich noch warten. Und ich habe schon wieder eine Menschlichkeit. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.